Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, der steht bei uns in der Werkstatt, aber da stand nicht einer, sondern drei. Und ein Tiefkühler, der GS 110, der genau gleich groß ist. Und da kommen zwei Kühlschränke nebeneinander und darüber auch zwei. Vermutlich der untere ist ein Tiefkühler. Und dieser Kühlschrank hat kein Eisfach, aus diesem Grund dann separater Tiefkühler. Aber das wollte ich euch gar nicht zeigen. Das kommt in Wohnmobil. Wir haben dann hier einen digitalen Temperaturanzeige mit, keine Ahnung, 10 Meter Leitung und hier eine Kälteleitung mit 10 Meter und eine Kühlmaschine. Das heißt, wenn wir dann vier Kühlschränke haben, haben wir vier Kühlmaschinen. Und eben die Leitung 10 Meter weg, Wohnmobil, Kühlschrank, 10 Meter weg, die Kühlmaschine, das ist riesig. Keine Ahnung, wie groß. Aber hier, bei uns ist möglich, den 106F, also alle Kühlschränke, mit externen Aggregaten, mit längerer Leitung zu bekommen. Und hier jetzt noch mit Kupplungen, die sind jetzt zusammengebaut hier. Die werden getrennt für den Versand, damit ihr das dann so einbauen könnt. Ich mache euch hier ein Video über die Kupplungen und hier ein Video über den 106F und hier unten noch den 110er, das ist der Tiefkühlschrank, der genau gleich breit ist oder gleich groß ist. Hat einfach weniger Inhalt. Also bei dieser Kombination haben wir 300 Liter Kühlschrank und 110 Liter Tiefkühler. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Kühlschrank und ich wünsche euch einen schönen Tag.